Stan, los, zieh die Hosen an. Nein, das kann ich nicht, Francine. Dies ist das erste Thanksgiving seit Jahren, zu dem wir niemanden eingeladen haben. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, also werde ich auch keine Hosen anziehen. Aber wir haben doch jemanden eingeladen. Meine Eltern sind jede Minute hier. Deine Eltern kommen uns besuchen? Ach, wir haben darüber bereits gesprochen. Stan, ich denke, ich werde meine Eltern zu Thanksgiving einladen. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und dir am nächsten Tag gesagt, weißt du was, Francine, das mit deinen Eltern zu Thanksgiving, das funktioniert einfach nicht. Oh, und Steve, du musst dir jemand anderes suchen, der dich Sonntag nach deiner Augen-OP abholt. Wird aber auch Zeit, Dad. Hey, können wir uns noch eine Pizza holen? Ich mach schon! Dein chinesisches Geplapper ist total mittelmäßig. Entweder die Sprache richtig lernen oder Klappe halten. Nur um das klarzustellen, heute geht es nur um Football. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. Ist eine amerikanische Sache. USA! 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 Steig mit ein, sonst stehe ich wie der letzte Trottel da. USA! USA! Mann, ich würde ja echt gerne, aber ich weiß doch überhaupt nie, wie der Text geht. Und jetzt lass uns diese Volltrottel vertreiben. Verstehe. Und wie willst du das anstellen? Indem ich mir ihre größten Ängste zunutze mache. Denk mal nach, Klaus. Die Geschichte hat uns doch den absolut größten Feind der Chinesen gezeigt. Godzilla kommt aus Japan. Ich bin der Geist von Genghis Khan. Ich habe eure Mauer erklommen und jetzt werde ich eure Kultur plündern. Also eigentlich hatten damals in China nicht alle Menschen Angst vor Genghis Khan. Viele Chinesen halten ihn für einen großartigen Anführer, der die Grundsteine für die dritte Dynastie gelegt hat. Francine, ich habe ein Pferd gekauft. Das ist ein wutentbrannter Panda. Rennt, rennt um euer Leben. Er hat eine Waffe. Ich weiß nicht, warum ihr vor diesen Tieren Angst habt. Haben wir nicht. Wir lieben sie. Eins der beiden musste es ja sein. Francine, ich habe einen Panda gekauft. Big Wang Bai, was machst du denn hier bei uns? Wer hat dich eingeladen? Das war ich, Mama. Du Hure. Big Wang, habe ich dir schon meine Großmutter vorgestellt, Mama? Nein, hast du nicht. Hallo, ich bin Big Wang Bai. Meine Mutter hat mir alles über sie erzählt. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich muss mich ja noch schminken und eine Perücke aufsetzen. Mom, wer ist gestorben? Schmuli. Onkel Ira? Was machst du denn hier? Wie soll ich es sagen? Du bist noch ein Kind und wirst dich dein ganzes Leben daran erinnern. Ich möchte jetzt also keinen Fehler machen. Dein Dad ist tot! Er ist tot! Tod deines Dads bringt uns auseinander! Wir sind alle ganz allein im Universum. Wir sind nicht allein. Wir stehen das zusammen durch. Wir kommen allein zur Welt und wir sterben auch allein. Warum bin ich hier? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ja, also, sein Dad ist tot und jetzt bringen wir ihn zur Beerdigung. Das ist nicht einfach, weil sein Dad nie für ihn da war. Naja, weißt du es, es ist schwer. Er ist auch ganz schön arm. Aber mit einem Freund wie dir hat er mehr als die meisten. Ich werde dieses Bild von uns an einer Tankstelle vergessen. Ah, wir sind reich! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Und es war wirklich noch nicht einmal schwer. Genau, das kommt dabei raus, wenn man auf seinen Bauch hört. Und was jetzt? Hi, willkommen bei Bubas, wo die Doppel-D-Abteilung gut ausgeprägt ist. Zoe? Dich habe ich ja seit der Highschool nicht mehr gesehen. Oh mein Gott, Haley! Entschuldige bitte, ich versuche Augenkontakt mit den Kunden zu vermeiden. Sie sehen mir schließlich auch nie in die Augen. Diese unverschämten Chauvinisten sollten sich schämen. Ihr seid doch keine Sexobjekte. Super, ich bin gleich wieder für eure Bestellung da. Moment noch, Lady. Ich bin hier in einer offiziellen Mission. FBI. Ich fürchte, ich muss deine vermeintlich echten Brüste überprüfen. Darauf werde ich nicht schon wieder reinfallen.
Sir, das Gerät sagt, der Ausweis ist echt. Warum belästigt ihr Kerle mich dauernd? Zoe nicht! Das ist eine Fälschung, den hat mein Bruder gemacht. Deinem Talent und meinen Kontakten, weißt du, wie viel Geld wir damit machen könnten? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht überzeugt dich das hier. Alles klar, er macht euch Ausweise, aber zuerst kommt die Pflicht. Erst von der Föderation der Buseninspekteure. Ladies. Ich gehe hier ein großes Risiko ein. Könntest du sie bitten, auf- und abzuhüpfen? Von jetzt an höre ich auf den Namen Gutenberg. Ah, so wie der Erfinder der Druckerpresse. Steve Gutenberg hat die Druckerpresse erfunden? Also gut, Leute, ich denke, wir haben uns klar ausgedrückt. Und wenn ihr beide euch nicht sofort aus meinem Territorium verzieht, passiert das hier mit euch. Ganz genau. Also denkt lieber lange und... Oh, benutzt mein eigenes Kind und schlimmer noch das Auto meines Schwiegersohns. Er lässt mich wie ein Trottel aussehen. Er spielt mit mir. Ja, als ob der dir immer einen Schritt voraus ist. Daran habe ich nicht gedacht, aber du hast recht. Er beobachtet mich wahrscheinlich gerade. Oh, worauf du wetten kannst. Du willst was sehen, Gutenberg? Du willst eine Show? Nun, wie findest du das? Wer ist jetzt der Trottel, ha? Huh? Sind in ihrer eigenen Welt. Du hast recht. Stan, kannst du ihnen sagen, dass sie ihre iPads für einen Moment ausschalten sollen? Francine, ich konzentriere mich gerade auf die Straße und ich bin in der letzten Runde. Wie du meinst. Hey, sie drängeln sich vor. Wie wär's, wenn ich dir zeige, wie sich mein Messer an deine Kehle drängelt, hä? Entschuldigung, ich hab sie nicht verstanden. Könnten Sie vielleicht in mein Mikrofon sprechen? Oh, jetzt kriegt der kleine Bubi schlechte Laune. Verschwinde aus der Stadt, du Miststück! Wollt ihr sehen, wie ich tanze, mein König? Nein, eigentlich nicht. Seid ihr euch sicher? Es würde nämlich ungefähr so aussehen. Ganz genau. Bringt euch alle um. Mein Gott, eine Blitzerampel! Doch, kann die Ampel nicht mal rot werden? Das gäbe ein verdammt geniales Bild. Hey, mach schon! Worauf wartest du? Fick dich doch ins Knie! Ma'am, ich hatte recht. Ich sehe sie an einem Strand mit einem Typen. Den würde ich auch mal gern durch die Locken fahren. Ihr neuer Freund hat Rasterlocken. Was erlauben Sie sich? Ich werde niemanden so lieben können wie meinen Mann. Ich bin hier, um den toten Mann zu holen, Mann. Wow, du siehst voll heiß aus, wenn du weinst, meine Süße. Wirklich? Das ist vorher noch niemandem an mir aufgefallen. Komm mal mit, ich habe heute meine Spendierhosen an. Oh nein, sie werden uns tottrampeln. Bleibt einfach hinter dem Kegel. Gott, tut das weh. Warum konntest du mich denn nicht woanders hinstellen? Wäre nicht so lustig. Alle mal aufspringen. Ah! Apropos Liebe, Roger, da ist noch ein anderes Mädchen in meiner Klasse, bei der ich sicher punkten könnte. Ja, wenn du erlaubst. Komm her, du. Ah!
Roger, was ist so lustig? Nichts, ich würde sagen, hol sie dir. Na, sagst du immer noch, ein Fünferpack Hammer wäre total übertrieben, Francine? Guck mal, ich bin Hammerhai. Mach weiter damit. Ah, mit was weitermachen? Er denkt, du bist Futter. Das sollte ihn von uns ablenken, bis wir die Bretter entfernt haben. Oh, oh, was, wenn er mir meinen Arm abbeißt? Das ist das Risiko, das ist das Risiko, das wir alle eingehen.